Digga. Servus Freunde. Im heutigen Video geht's um diese Griffe hier von der Marke Odi, beziehungsweise, ja, ich glaube, das Modell ist das Sensus-Modell, Sensus Grips. Und ja, die Griffe hier habe ich mir selbst gekauft, selbst bestellt, also nicht gesponsert. Und der Grund dafür ist tatsächlich wegen meinem ersten richtigen Downhill-Bike, und zwar dem Nolli-Bike. Vielleicht kennen das noch manche von euch. Ja, das war wie gesagt mein erster richtiger Downhiller, und zudem habe ich mir damals diese Griffe hier dazu geholt. Und ja, die sind mir tatsächlich noch immer in Erinnerung geblieben. Also, wo hatte ich das Nolli-Bike? Das ist, glaube ich, schon 2016, 2015 oder so bin ich, glaube ich, das Nolli-Bike gefahren. Also über 4 Jahre her. Und ja, die Griffe haben mir so gut gefallen, dass ich mir jetzt wieder bestellt habe. Und ich dachte, mit dem heutigen Video probiere ich mal mit euch zusammen aus, ob die immer noch so gut sind. Jetzt beim ersten Mal fühlen, greifen, fühlen sie sich immer noch sehr geil an. Sind nicht mal am Griff dran und trotzdem klebe ich schon gefühlt dran. Und ihr wisst, ich fahre echt gerne ohne Handschuhe. Und die Teile waren immer geil ohne Handschuhe. Deswegen, ja, nehme ich euch gleich mit. Switch auf die GoPro und ja, ich sage euch mal, ob die Dinger immer noch so gut sind, ob ich die euch empfehlen kann. Und freue mich einfach wieder mit denen fahren zu gehen, weil ich glaube, der Unterschied zu den Standardgriffen, die ich jetzt am Bike dran habe, wird immens sein. Und ja, ich glaube, das ist nicht genau dasselbe Modell wie damals. Das ist sind ein bisschen härtere Griffe. Ich hatte damals noch weichere, glaube ich. Ja, aber ansonsten, ich bin mal gespannt. Falls ihr euch für die Griffe interessiert, erster Link in der Beschreibung, packe ich sie euch rein. Und ja, bleibt mal bis zum Ende dran, dann sage ich euch mal ein kleines Fazit dazu, wie die Griffe sich anfühlen und ob die was taugen. Let's go auf die Trails. Grüß Gott, Freunde. Ich bin jetzt gerade am Uphill. Ja, ich dachte, ich gebe schon mal ein erstes Fazit oder ein erstes kleines Feedback zu den Griffen bergauf. Ich bin jetzt ungefähr 1 Kilometer gefahren. Ein bisschen Straße, ein bisschen Berg. Und ja, die Griffe fühlen sich sehr dünn an im Vergleich zu den Standard Propane oder Sixpack Griffen. Ich bin mir gerade nicht sicher, was für Griffe, also von welcher Marke die Griffe wirklich sind, an den Griffen, die direkt von Propane kommen. Ich bin jetzt schon etwas am Schwitzen. Wer hätte es gedacht beim Hochfahren, da kommt man auch ins Schwitzen. Fühlt sich tatsächlich rutschiger an als erwartet. Also, wenn ich jetzt hier so ein bisschen am Reiben bin, ich rutsche tatsächlich etwas durch. Also, entweder sind es tatsächlich, wie ich es erwartet habe, nicht dieselben Griffe wie vor 4, 5 Jahren, die ich hatte, an meinem alten Downhill-Bike, sondern vielleicht eine billigere Version, eine andere Version. Oder ich muss wirklich erstmal Downhill fahren, um wirklich ein Fazit geben zu können. Aber generell finden sie natürlich erstmal besser an als die Standardgriffe, die an meinem Bike vorher dran waren. Worauf ich auch gespannt ist, wie die Teile dämpfen, weil sie, wie gesagt, fühlen sich sehr dünn an. Es ist gefühlt, als würde ich an den Lenker greifen. Da bin ich gespannt, wie die Schläge aufnehmen vom Trail, von Wurzeln, von Steinen, von Sprüngen. Aber so vom ersten Gefühl habe ich das Gefühl, die Teile sind richtige Biester in Verbindung mit Handschuhen. Klar, Handschuhe machen sowieso Sinn, darauf werden Griffe eigentlich auch entwickelt in Verbindung mit Handschuhen. Aber wie gesagt, ich bin ein riesiger Fan davon, ohne Handschuhe zu fahren. Einige fühlen mich komplett dafür, andere hassen mich dafür, dass ich das sage, weil sie sagen, sicherheitstechnisch absolut dumm. Klar, stimme ich auch zu. Aber für mich persönlich ist es ohne Handschuhe sicherer zu fahren, weil ich mich mehr mit dem Bike connected fühle und damit weniger Fehler mache. Aber klar, wenn es zum Sturz kommen sollte, ist er mit Handschuhen natürlich immer besser aufgehoben, keine Frage. Genau, so viel zu der Griffthematik. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns erst wieder oben und dann freue ich mich auf die Abfahrt mit euch. Ciao, ciao. So, der Canadian muss wieder dran glauben heute. Oh, voll das Matschloch. Ja, und Griffe fühlen sich bis jetzt sehr, sehr gut an. Fuck.
glaube ich etwas aufpassen, weil ich fühle mich irgendwie krass unkonzentriert. Aber zu den Griffen, ja, sehr geil. Sehr geil, dass sie so dünn sind irgendwie. Hat man irgendwie noch ein näheres Gefühl ans Cockpit und fühlt sich auch noch mehr connected mit dem Boden und den Reifen. Schwer zu erklären, liegt natürlich auch viel daran, ohne Handschuhe zu fahren generell. Ich hab ja den direkten Vergleich zu den Griffen von davor. Und bis jetzt sehr geil. Ich schwitze nicht so krass, aber ich glaube, die Teile absorbieren auch Schweiß ein bisschen. Naja, mal schauen, wie es unten aussieht. Muss ich konzentriert bleiben jetzt. Junge, komm übersendet. Junge, was ist denn mit los? Ich will alles übersenden. Ich will nicht die Dame erschrecken.
Servus. Heute in dem Fall mit dem Griffetest, mit dem Odi Sensus Griffen. Fazit, grandiose Griffe. Ich musste noch testen, wenn es mal richtig heiß wird und ich richtig am Schwitzen bin, aber generell sehr zu empfehlende Griffe. Ich werde die Teile auf jeden Fall mal ein paar Monate lang rocken. Ich denke so, die Saison werden sie schon durchhalten, vielleicht bis Ende Sommer. Und dann werde ich nochmal nach ein paar dickeren Griffen Ausschau halten. Weil ich meine, die haben noch ein paar dickere im Sortiment, da hatte ich irgendwie noch mehr Grip und noch mehr Dämpfung mit. Und auch bei Regen, weil im Herbst, Winter geht es dann wieder auf Regen zu. Da waren die, glaube ich, auch besser. Aber ich werde mich melden, wie sich die Teile hier entwickeln. Und haut mal gerne eure Lieblingsgriffe in die Kommentare. Und ja, ob ihr vielleicht sogar die Griffe hier kennt. Das sind nämlich derzeit meine Favorite-Griffe. Wie gesagt, ich packe es euch unten in die Beschreibung, checkt es aus. Und ja, erstes Fazit, ich kann sie sehr empfehlen. Auch vor allem ohne Handschuhe. Richtig schön griffig und ich habe das Gefühl, man muss sie noch so ein bisschen eingreifen. Naja, danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Stay in touch und ciao.